Hallo, ich lese Medikamente im Test Bluthochdruck von der Stiftung Warentest. Und ich bin angekommen bei ACE-Hämmer plus Calcium-Antagonist. Und ich tue erstmal das Kaugummi aus dem Mund. Von der guten Rosé-Weinschorle kriegt man sonst manchmal Zahnschmerzen. ACE-Hämmer und Calcium-Antagonist. Das Kapitel heißt Medikamente bewertet, Medikamente von A bis Z. Und ich bin angekommen, wie gesagt, bei ACE-Hämmer und Calcium-Antagonist. So. In diesen Präparaten ist ein ACE-Hämmer, Enalapril, Ramipril, Trandolapril mit einem Calcium-Antagonisten. Amlodipin, Felodipin, Leranzanidipin, Nitrendipin, Verapamil kombiniert. So, es gibt wieder die Kombinationen. Enalapril plus Leranzanidipin, Ramipril plus Felodipin, Trandolapril plus Verapamil, geeignet bei hohem Blutdruck, wenn dieser mit geeigneten Einzelsubstanzen nicht ausreichend gesenkt werden kann. Und es gibt Enalapril plus Nitrendipin, Ramipril plus Amlodipin, geeignet bei hohem Blutdruck, wenn dieser mit einer der beiden Einzelsubstanzen allein nicht ausreichend gesenkt werden kann. Wenn der Blutdruck mit einem als geeignet bewerteten Einzelpräparat allein nicht ausreichend gesenkt werden kann, sind die Kombinationen empfehlenswert. Wichtig zu wissen: Für Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren, für die Anwendung bei Kindern und Jugendlichen unter 18 Jahren liegen keine ausreichenden Daten zur Sicherheit und Wirksamkeit vor. 60 plus. Für ältere Menschen, sehr alte und gebrechliche Menschen sollten nicht mit diesen Präparaten behandelt werden. Bei ihnen sollte der Blutdruck erst einmal mit Einzelsubstanzen vorsichtig gesenkt werden. Weitere wichtige Hinweise zu unerwünschten Wirkungen zur Anwendung bei Kindern und Jugendlichen in der Schwangerschaft und Stillzeit sowie bei älteren Menschen finden Sie unter ACE-Hämmer und unter Calcium-Antagonisten. Siehe Seiten 111 und 129. So. Ich hätte da siehe Seite 111 und Seite 129. Ach ja, ich habe anders Deutsch gelernt als die. So, es geht weiter mit Aliskiren. Tschüss.